Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me and before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Vernünftig und wahr informiert werden und gute Entscheidungen als mündige Bürger treffen können. Wenn wir von wahren Informationen abgeschnitten werden, sind wir irgendwann nur noch Untertanen, die darauf vertrauen müssen, dass das, was über die Medien kommt, und das dürfte dann nur noch Propaganda von Regierungen und Unternehmen sein, dass das schon alles so stimmt. Und weil wir das nicht wollen, erkennen wir den Karl Julian Assange. Julian Assange ist ein australischer Journalist, der Gründer und Herausgeber der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Und er hat unglaublich viele wichtige Sachen veröffentlicht. Millionen von Dokumenten. Und es ist nicht einmal
von diesen Millionen von veröffentlichten Dokumenten irgendetwas Falsches dabei. Es ist also kein Fake News wie Kriegsgründe für den Überfall auf den Irak. Das waren Fake News, die in den großen Medien gelaufen sind. So etwas ist auf WikiLeaks bis heute noch nicht passiert. Und dieser Journalist, der die wirklich fast alle großen Journalistenpreise erhalten hat, ist seit über 10 Jahren seiner Freiheit beraubt. Zuerst Hausarrest, dann ist er aus Angst, an die USA überstellt zu werden, war er im Botschaftsasyl in London in der ecuadorianischen Botschaft und jetzt ist er schon seit weit über 2 Jahren in London im Hochsicherheitsgefängnis. Und warum ist ein Journalist hier im angeblich so freien Westen in einem Hochsicherheitsgefängnis, in Isolationshaft? Es gibt nur einen Grund, wegen der Veröffentlichung von Kriegsverbrechen. Und wenn diejenigen, die die Kriegsverbrechen begehen, nicht belangt werden, nicht vor Gericht gestellt werden, sondern derjenige, der die Kriegsverbrechen veröffentlicht, und wenn unsere Regierungen dagegen nicht einschreiten und Widerspruch einlegen und sich dafür einsetzen, so wie sie es vielleicht für jeden anderen chinesischen Dissidenten oder russischen Dissidenten tun würden, und schweigen, wenn das hier bei uns mitten im Westen passiert, dann läuft etwas ganz gehörig schief. Und man muss sagen, und ein kluger Mensch hat das gesagt, wenn die Veröffentlichung von Kriegsverbrechen härter bestraft wird als das Begehen von Kriegsverbrechen, dann werden wir selbst von Verbrechern regiert. Ich freue mich, dass heute wieder so viele hier sind. Und ich, es steht eine Wahl jetzt noch in diesem Monat bevor, mehrere Wahlen sogar hier in Berlin auch und bundesweit. Und ich freue mich, wir sind das letzte Mal schon personell auch sehr kräftig unterstützt worden. Und wir sind heute vom Team Todenhöfer. Da ist die Hava, die Vorsitzende hier der Berliner Partei hier. Und ich möchte dich einfach herbitten. Ich freue mich, dass ihr da seid. Freude! Herzlich willkommen. Danke, Timo, vielen Dank. Hi, alles zusammen. Schön, dass ihr alle heute hier zu diesem Thema zusammengefunden habt. Danke für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen. Hört ihr mich? Super. Ich heiße Hava Öre, bin die Vorsitzende des Landesverbandes Berlin von Team Todenhöfer, bin Bundesvorstandsmitglied und uns liegt natürlich die Freiheit von Menschen, die Verbrechen aufdecken, sehr wohl am Herzen, weil die Pressefreiheit ist eines unserer wichtigsten Güter überhaupt, um in einer Demokratie tatsächlich als Bürger unsere Stimme kundzutun. Und warum stehen wir hier, warum sind wir beisammen und warum sollten wir tatsächlich weiterhin Mut haben, hier unsere Stimme kundzutun, obwohl wir im Hintergrund manchmal bescheißt werden. Also einen ganz, ganz großen Respekt an diejenigen, die hartnäckig hier bleiben und stetig über Wetter, Regen, Stürme hinweg Gesicht zeigen und Farbe bekennen und natürlich auch selbst die Zeit einbringen, um diese Kundgebung zu organisieren. Also einen ganz, ganz großen Dank an Thilo, Almut und Matthias und all diejenigen, die hinter den Kulissen mitarbeiten und mithelfen. Freude, schöner Götterfunken. Ja, wunderbar. Also der Thilo hat gerade ein paar einleitende Worte gesagt. Also in der Hinsicht sind wir da ganz auf einem Nenner, auf jeden Fall. Ich möchte aber auf jeden Fall noch mal kurz anreißen, warum wir tatsächlich noch mal einen Schwerpunkt setzen in unserem Programm. Wir sind eine junge Partei, wir sind gerade mal 8 Monate alt, wir haben uns im November gegründet und wir treten als Partei zu den jetzigen Wahlen an, weil wir Status quo so in der Form nicht akzeptieren wollen.
die jetzigen etablierten Parteien haben ganz klar Krieg verursacht und auch die Medienlandschaft, die als vierte große Gewalt, die das Land mit anführt, in eine Richtung gelenkt, die mittlerweile untragbar ist als Bürger dieses Landes, die in der Verfassung drin hat, dass nie wieder Krieg von unserem Land ausgehen darf. Und wenn ein Mensch, der einfach Mut beweist und einfach ein Herz für die Gerechtigkeit hat und wir als Gerechtigkeitspartei tatsächlich dahinter stehen, sein Leben aufsetzt, und da ist auch zum Beispiel der Jürgen Todenhöfer nicht wenig davon abgekehrt, er setzt gerade sein ganzes Image, sein ganzes Leben aufs Spiel, um die Gerechtigkeit in diesem Land und auch europaweit, weltweit nach vorne zu tragen. Komme was wolle, aber die Gerechtigkeit muss liegen, und dafür müssen wir tatsächlich alle Hand in Hand zusammenstehen, um an einem Strang zu ziehen, weil wir dürfen uns nicht unterkriegen als Bürger, die ein gutes Herz haben und auf jeden Fall gute Absichten, die es beweisen können, dass hier Ungerechtigkeiten stattfinden und Unwahrheiten verbreitet werden. Assange veröffentlichte interne Geheimdienstdokumente, unter anderem von US-Streitkräften aus dem Afghanistan und dem Irakkrieg. Seit Jahren drängen die USA Großbritannien, Assange auszuliefern, ihm drohen dort mehrere lebenslange Haftstrafen, schlimmstenfalls sogar die Todesstrafe. Assange werde wegen der zu erwartenden Haftbedingungen zu bestehender Suizidgefahr jedoch nicht an die USA ausgeliefert werden, so ein Londoner Gericht Anfang des Jahres. Also wenn Menschen tatsächlich dazu in der Lage sind, alles aufs Spiel zu setzen und bloß nicht den Feinden ausgeliefert zu werden, ich glaube, das hat eine Botschaft, und das sollten wir unterstützen, und damit solidarisieren wir uns. Eine westliche Großmacht liefert Assange nicht an die andere zivilisierte Großmacht aus, wegen den unzivilisierten Haftbedingungen. Also die USA hatte nach wie vor die Todesstrafe und will uns klar machen, dass sie zivilisierter sind als die andere Nation, die einen Menschen eigentlich in Haft nimmt, die eben halt Pressefreiheit auslebt. Und Julian Assange ist ein etablierter Journalist, der WikiLeaks tatsächlich zum Tragen geholfen hat, um weltweit Verbrechen auszudecken. Und da gehören die Verbrecher, die diese Verbrechen decken und schützen, in den Haft und beziehungsweise unter Untersuchung, als eben halt Journalisten, die es aufdecken. Und da habe ich heute erst mit einem Journalisten gesprochen, der Journalisten ohne Grenzen fördert. Und der meinte eben halt, dass wir auf keinen Fall so weit kommen dürfen, dass wir die Demokratie und die Pressefreiheit unter einem Deckmantel führen, die eigentlich nur noch Lügenpresse bedeutet und eine Form von Demokratie halten, die nur eine gewisse Form von Wahrheit und Wirklichkeit zulässt in der Politik, wo die Politiker eine Antwort haben. Und es darf niemals dazu kommen, dass wir einen Realitätsverleugnung oder Realitätsverlust haben, wo nur eine gewisse Form durchgesickert ist, wo die Politiker sagen, damit kann ich mich wappnen und damit kann ich mich im Grunde zeigen. Und wir müssen tatsächlich sorgen, dass Wirklichkeit und Realität in die Politik einfindet und natürlich in die Medienlandschaft einfindet. Wir vom Team Todenhöfer sagen nein, das ist nicht gerecht. Wir sagen ja zu Gerechtigkeit und rufen zum Aufstand des Anstands auf. Daher, Mr. President, hier hinter uns hoffentlich die Botschaft, die ihr uns auch auditiv hört. Wir lassen und wollen, dass alle Anklagepunkte gegen Julian Assange fallen gelassen werden und mit sofortiger Wirkung tatsächlich der Julian Assange freigelassen wird. Und wir bitten darum, dass wir hier weiterstehen können und weiter unsere Flagge zeigen können, denn ein Mensch, der für die Gerechtigkeit einsteht, gehört nicht hinter den Gittern, sondern eigentlich in die Politik, die uns anführen. Ich habe Sie nicht gehört. Ja, wir stehen. Richtig. Wir vom Team Todenhöfer vertreten ein friedliches Weltbild, und wenn wir kämpfen, dann für die humanitäre Revolution. Stoppt alle Militäreinsätze im Ausland, ob Mali oder in die humanitäre Katastrophe in Afghanistan, was ein absolutes Versagensurteil für die jetzige Politik und die letzten Jahrzehnte waren. Wir wollen, dass alle Kriegseinsätze gestoppt werden und dass die Verbrechen nicht unter Deckmantel gehalten werden, wo Archive erst 10 bis 15 Jahre danach geöffnet werden, um tatsächlich die Meinungsbild und die Stimmungslage der Bürger nochmal zu unterstreichen, dass das, was sie vernommen haben und mit ihren eigenen Augen, Ohren und ihrem eigenen Menschenverstand verstanden haben, tatsächlich zur Geltung kommt. Und diese Archive müssen früher aufgedeckt werden,
sodass es nicht immer unter Verschwörungstheorien abgesetzt wird, sondern Menschen haben tatsächlich ihre eigene Fähigkeit, Dinge zu erfassen und Zusammenhänge zu erstellen. Und das muss nicht erst von der CIA und der FBI erstmal freigegeben werden. Männer wie Assange halten den USA den Spiegel der Wahrheit vor das Gesicht und die selbsternannte letzte Großmacht schaut in eine Fratze aus Macht und Geldgier. Nein, sie schrecken auch vor Foltern und Morden nicht zurück. Brutal und klinisch schreien mit Drohnen. Wir brauchen mehr Menschen wie Assange und ein bisschen auch vielleicht wie Totenhöfer in der Welt, die die Gerechtigkeit nach vorne tragen. Behaltet euren Mut und gebt niemals auf, die Wahrheit zu sagen oder zu schreiben. Haltet den Finger auf die Wunde, egal ob es wehtut oder mit welchen Konsequenzen es auch mit sich hergeht. Und helft uns, die Welt euch ein mutiges Handeln zu erbieten und ja, damit wir besser gemeinsam sehen und verstehen können, um Hand in Hand die Wahrheit nach vorne zu tragen. Daher nochmal, Mr. President, Mr. Biden, Premierminister Johnson, lassen Sie Assange endlich frei für die Gerechtigkeit. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir stehen hier noch mit euch die Kundgebung durch und werden euch auf jeden Fall noch weiterhin in Zukunft unterstützen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Hava. Ja, schön, dass ihr hier seid und gut, dass ihr euch für sowas einsetzt, weil das hängt halt alles miteinander zusammen. Wir können halt eine Literatur-Nobelpreisträger, der Harold Pinter, hat mal gesagt, wenn es in den Medien nicht vorkommt, dann ist es nicht passiert. Selbst in dem Augenblick, wo die schlimmsten Kriegsverbrechen passieren, passieren sie nicht, wenn es halt keiner weiß. Und ja, die Einschüchterung von Julian Assange, also es geht ja nicht nur gegen Julian Assange, sondern gegen alle investigativen Journalisten. Und wir müssen einfach darauf drängen, wir brauchen diese ehrlichen Journalisten. Und es ist ein Exempel, was statuiert wird, um alle anderen einzuschüchtern. Und das dürfen wir uns einfach nicht gefallen lassen. Deswegen sind wir hier und es ist wichtig, dass halt auch Menschen in die Parlamente kommen, die das mit vertreten. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg. Ja, Almut hätte auch noch was, hat sie gerade gesagt, aber wollen wir es erstmal machen? Also ich würde sagen, wir sind heute, haben wir den Platz sehr gut gefüllt. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir erstmal noch einen kurzen Besuch der britischen Botschaft abstatten, um noch eine Botschaft an die britische Botschaft zu senden, dass wir wollen, dass Julian Assange endlich freigelassen wird. Es ist nicht weit, wir müssen hier nur runtergehen bis zur nächsten Ampel, können uns dort vor die Poller stellen, also dichter, dann verschrecken wir die Botschaftsangehörigen von Großbritannien zu sehr. Die scheinen da ein relativ schlechtes Gewissen zu haben. Warte, das ist jetzt runter. Kommt ihr mit zur Botschaft? Free! Free Assange! Kommt ihr mit zur Botschaft? Super! Everyone with the baby first piece when nights is unrest when the world free Julian Assange now free Julian Assange from the electric one.
us a shock, you see. He left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man, are made of the same things. I was living a lie, in a lie, this is my confession. I was living a lie before we met. There were so many nights, before all temptation. There were so many nights that I regret. You gave me something that I can hold on to. A little life when I'm down on my knees. I was so lost in myself when I found you. But in that moment you made me believe. You gave me freedom, 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 I was looking for. Freedom is you. You gave me freedom, 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 I've been looking. Freedom, freedom is you. You gave me freedom, freedom, you gave me freedom, I've been looking for. Gefährlich sind wir wohl nicht. So, Bühne frei für Arndt. Ja, ich habe mir zwei Fragen gestellt. Die erste, warum sind wir hier 50 Eisern und nicht 500?
wie bei dem bei der brutalen Demonstration der Macht der USA im Fall Assange eigentlich nötig wäre. Zweite Frage, warum erkennen am 3. Juli 2021 in München die Studenten der Ludwig-Maximilian-Universität München beim Vorbeigehen an Transparenten der dortigen Mahnwache zum 50. Geburtstag zu großen Teilen nicht mal den Namen Assange, müssen ihn buchstabieren oder äußern als Vermutung des Anlasses der Veranstaltung irgendwas mit Russland? Wir wissen, dass diese Sachverhalte Ergebnis der jahrelangen Formung des öffentlichen Bewusstseins durch die reichweitenstarken Massenmedien mit den Methoden von Nachrichtenauswahl, Berichten und Verschweigen und Agenda-Setting, was wichtig ist, bestimmen immer noch Sie. Am Beispiel der Berichterstattung im Fall Assange seit dem 26. Juni 2021, den Veröffentlichungen im isländischen Stundin über die Geständnisse eines Kronzeugen gegen Assange, lässt sich das Filtern der Nachrichten zum Prozess und den dahinterliegenden Zusammenhängen nachweisen. Allgemein kann man sagen, je reichweitenstärker, also zum Beispiel Fernsehen, Tagesschau, 15,5 Millionen Zuschauer im Durchschnitt oder RTL, 3,4 Millionen Zuschauer oder auch die großen Tages- und Wochenzeitungen, Bild hat ca. 1 Million Leser oder auch die Süddeutsche Zeitung mit 277.000. Diese großen Zeitungen berichten eigentlich sehr wenig über den Fall Assange. Mehr Nachrichten bekommt man eigentlich nur bei den kleineren Medien. Eine Ausnahme ist zum Beispiel der Spiegel oder auch die Berliner Zeitung zum Teil, die Taz oder auch der Freitag. Eine Berichterstattung, mit der sich tatsächlich ein Bild vom Prozess gegen Julian Assange und den Zusammenhängen, man sich ein Bild machen kann, findet man eigentlich nur in den Medien wie Junge Welt oder den unabhängigen Medien wie Nachdenkseiten und Telepolis und wie gesagt zum Teil auch im Spiegel. Es gibt allerdings auch einzelne Aussetzer, wo man sich wundert, warum nur über diese Teilausschnitte berichtet wird. Zum Beispiel, dass RTL, FAZ nicht über die Veröffentlichung des Studien berichten, oder gar über den Fall Craig Murray oder gar den von Daniel Hale, aber beinahe heimisch über den Entzug der ecuadorianischen Staatsbürgerschaft und die Zulassung der Berufung der USA mit der Botschaft, dass unabhängige Gerichtsverfahren läuft. Es gibt auch ein paar sehr interessante Merkwürdigkeiten, wenn man in den Suchseiten der entsprechenden Zeitungen und Sender recherchiert. Zum Beispiel führt ein Aufruf bei rtl.de Suche die Eingabe Stundin auf einen Artikel: Pamela Anderson unterstützt Assange, ohne dass in dem Artikel überhaupt das Wort Stundin auftaucht. Das heißt, offensichtlich gibt es den Begriff Stundin, also diese Tageszeitung, in der Datenbank, in der internen, aber für den öffentlichen Zugriff gibt es dazu keine Informationen. Interessant auch die veränderte Berichterstattung vom Spiegel, wo man inzwischen noch mehr Informationen zu dem Fall Assange bekommt. Dort scheint die Ursache zu sein, dass mit Okan Belikili ein neuer Mitarbeiter in der Hauptstadtredaktion seit Mai 2021 arbeitet. Wobei zum Spiegel muss man sagen, wenn man dort im Spiegel Online recherchiert, kommt da zum Beispiel bei den Informationen, Julian Assange steht wieder vor Gericht, eine Liste quasi der noch damit zusammenhängenden Codewörter, also Schlüsselwörter, wo dann immer noch der Begriff
Sexualstraftat sehr groß dargestellt wird. Also man sieht, der Spiegel hat diese von Nils Melzer eindeutig aufgeklärten Vorwürfe, hat der Spiegel nicht nötig, das etwa aus der Datenbank rauszunehmen. Man kann auch leider sagen, dass außer in Deutschland natürlich selektive Berichterstattung auch in anderen Ländern stattfindet. Die australische Journalistin Catherine Johnston verweist auf die beiden Medienwatchdogs Medialens.org und Fair.org. Diese haben Artikel über die kompletten Blackout in Mainstream-Nachrichteninstitutionen der USA und Großbritannien zu den Enthüllungen der isländischen Zeitung Stundin veröffentlicht, dass Teile der Anklage im Fall gegen Julian Assange auf falschen Aussagen des Soziopathen und verurteilten Kinderschänders Sigurdur Thordarson basierten. Es gibt buchstäblich keine Berichterstattung darüber in den Unternehmensmedien, nicht ein Wort in New York Times und Washington Post, früheren Leuchtturm des unabhängigen Journalismus, auch nicht bei CNN, NBC News, Fox oder auch nicht im Guardian. Was können wir nun gegen diese Kommunikationsstrategien der klassischen Massenmedien tun? Wir könnten Zeitungen wie Junge Welt oder Freitag abonnieren oder unabhängige Qualitätsmedien wie die tagesaktuellen Blogs von Nachdenkseiten und Telepolis nutzen und mit einem regelmäßigen monatlichen Beitrag unterstützen. Und wir können anderen diese Informationsquellen empfehlen. Ohne die Nachdenkseiten und ohne Almut und Thilo würden wir heute wahrscheinlich nur mit 5 oder weniger Menschen hier zur Mahnwache stehen. Zum Schluss ein Zitat von Julian Assange. Journalismus sollte mehr wie Wissenschaft sein. Fakten sollten so weit wie möglich verifizierbar sein. Wenn Journalisten nachhaltige Glaubwürdigkeit für ihren Berufsstand wollen, müssen sie in diese Richtung gehen. Habt mehr Respekt vor euren Lesern. Free Julian Assange! Free! Free! Free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Free! Free! Free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Danke, Arndt. Das war ja sehr aufschlussreich über unsere Medien. Ja, ich habe noch was über von Stella Morris Spendenseite. Wir haben ja zum Geburtstag so ein bisschen Geld geschenkt bekommen und ich konnte 290 Euro, also das waren dann 250 Pfund, überweisen auf dieses Crowdfunding von Stella Morris. Also ihr könnt natürlich trotzdem, das ist hier die Seite crowdjustice.com, ihr könnt natürlich trotzdem immer noch da weiter spenden, einmal für die Gerichtskosten und einmal für die Rechtsanwälte. Das neue Spendenbild, da sind Stella und Morris drauf zu sehen, dann Stella und Assange drauf zu sehen. Ich glaube, da sind jetzt 137.000 Pfund auf diesem anderen Konto schon drauf. Oder was heißt schon? Also die Anwälte kosten sehr viel Geld. Die Anwälte müssen von Stella und der Familie selber bezahlt werden. Das Interessante ist dabei, dass in Großbritannien allerdings von dem britischen Steuerzahler bezahlt werden muss, das Gerichtsverfahren und die Kosten, die durch die Anklage entstehen. Also die sind fein raus. Auf der Seite kann man auch, da hat Stella immer mal so ein Update drauf, allerdings ist alles in Englisch. Und das letzte Update von ihr über den Fall und wie es weitergeht und so weiter ist vom 6. August. Also es ist mehrere Tage bevor dieses Verfahren war, in dem die Anklage dann doch erlaubt wurde, dass die 5 Punkte, die die USA in der Revision eingebracht haben, dass die tatsächlich erlaubt werden zu verhandeln. Also hier sind ein paar alte Sachen drin, aber auch die lese ich euch einfach gar nicht vor, sondern
nur ihre Beschreibung über die, warte mal, über die Zusicherungen, die die USA an das Gericht geschrieben haben und was auch in den Zeitungen vorgekommen ist. Also sie schreibt, der jüngste Versuch der US-Regierung, das britische Rechtssystem zu umgehen. Der Umgang der US-Regierung mit dem Fall offenbart das eigentliche Wesen der strafrechtlichen Verfolgung von Julian. Es sind nämlich aggressive Taktiken und die Untergrabung von Regeln, sodass Julians Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen, behindert und untergraben wird. Während er jahrelang in Haft bleibt, ohne verurteilt zu werden und unter fadenscheinigen Anschuldigungen festgehalten wird. Der Prozess selbst ist die Strafe. Der eigentliche Inhalt des Berufungsverfahrens wird in der Hauptverhandlung im Laufe des Jahres, also das bedeutet am 27. und 28. Oktober in diesem Jahr, verhandelt werden. Der Umfang dieser Anhörung, es sind jetzt diese 5 Punkte, das war ja vorher noch nicht so klar. Nachdem die US-Regierung das Auslieferungsverfahren im Januar verloren hatten, haben sie aber schon sogenannte Verpflichtungen oder Zusicherungen abgegeben. Beide Begriffe sind eigentlich falsch. Julia Hall, Expertin für Terrorismusbekämpfung, Strafjustiz und Menschenrechte bei Amnesty International, hat erklärt, dass diese sogenannten Zusicherungen der USA in diesem Fall überhaupt keine Zusicherungen sind und fügte hinzu, dass diese von Natur aus unzuverlässig sind. Im Großen und Ganzen ist jede Zusicherung, die nicht zur vollständigen Einstellung des Verfahrens führt, völlig wertlos. Julian wird dafür bestraft, seine Arbeit gemacht zu haben. So, und diese Zusicherung der USA, die ging halt auch durch die Zeitungen. Einige Leute haben fälschlicherweise behauptet, dass die sogenannten Zusicherungen der US-Regierung bedeutende Zugeständnisse in Bezug auf den Fall sind. Für jeden, der sich aber ihren Wortlaut ansieht, ist klar, dass sie nichts dergleichen sind, wie Amnesty International wiederholt aufgezeigt hat. Immerhin, Amnesty International ist an dem Punkt aktiv, auch wenn sie sich immer noch nicht durchringen konnten, leider Gottes, eine Urgent Action für Julian Assange endlich in die Wege zu leiten. So, hier erzähle ich noch einige Gründe, warum Experten diese Zusicherungen der USA in diesem Fall sofort ablehnen. Erstens, die Vorbehalte zu diesen Zusicherungen machen sie bedeutungslos. Denn die US-Regierung kann immer noch die Bedingungen auferlegen, die nach Ansicht von Richter Barreza Julians Tod bedeuten würden. Tatsächlich verpflichten die Zusicherungen der USA die Behörden in keiner Weise, diese Sicherheitsgefängnisse SAM und ADX heißen die, auszuschließen. Nein, im Gegenteil, sie besagen, dass die US-Regierung ADX und SAMs verhängen kann, sobald Julian in US-Gewahrsam ist. Und zwar jederzeit und aus jedem beliebigen Grund, den sie im Geheimen entscheiden können. Nach Angaben des US Bureau of Justice Statistics werden in den Vereinigten Staaten täglich mehr als 80.000 Gefangene außerhalb des Supermax-Systems und des SAMS-Systems in Einzelhaft gehalten. Selbst wenn die US-Regierung keine SAMs oder ADX anwenden würde, also diese besonderen Isolationsgefängnisse, würde Julian mit Sicherheit in die Kategorie der Gefangenen fallen, die in Einzelhaft gehalten werden. Bedingungen, die ihn nach Ansicht der medizinischen Sachverständigen in diesem Fall in den Selbstmord treiben würden. Zur Erklärung, nur etwa 45 Personen werden in diesen SAMs gehalten oder etwa 500 in den ADX gehalten. Das klingt wie so im Viehstall was, ja. Nach den
eigenen Angaben der US-Regierung würden genau die US-Behörden, die WikiLeaks und Julian wiederholt kriminelle Handlungen und Fehlverhalten einschließlich Folter aufgedeckt haben, eine zentrale Rolle bei der Festlegung von Julians Haftbedingungen spielen, wenn er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert würde. In den Nachrichtenberichten werden diese US-Behörden als diejenigen aufgeführt, die illegale Aktivitäten gegen Julian und unsere Familie unternommen hat, schreibt Steller. Dazu gehören Behörden, die dafür bekannt sind, dass sie buchstäblich die Folter institutionalisieren und Menschen töten. Die Zusage, dass er seine Strafe in Australien absitzen könnte, ist gar kein Zugeständnis, sondern es ist ein bestehendes, zwischen den USA und Australien vereinbartes Protokoll. Aber es wäre für Julian erst dann zugänglich, wenn alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind. Und das könnte mehr als ein Jahrzehnt, vielleicht sogar zwei, dauern. Der Fall würde sicherlich bis vor den obersten Gerichtshof der USA gehen. Die Vorgeschichte des Vorgehens der USA in diesem Fall, das Abhören der ecuadorianischen Botschaft, das Ausspionieren von Julian und der Familie, die gezielte Ansprache von Julians Anwälten und die Verletzung des Anwaltsgeheimnisses, die Aufzeichnung der Treffen seiner Anwälte mit ihm, die Entnahme von DNA von dem Kind, um nur einige der bekannten Aspekte zu nennen, zeigt, dass man der US-Regierung nicht zutrauen kann und sollte, dass sie alle Zusagen einhält, die sie in Bezug auf Julian macht. Die einzige kriminelle Handlung, die in diesem Fall stattgefunden hat, wurde von der Staatsanwaltschaft gegen Julian, seine Kollegen, Freunde und Familie begangen. Okay, das war der Bericht von Stella über die Machenschaften der USA. Okay, danke. Free Julian Assange now! Free Julian Assange now! Free Julian Assange now!